So, ich heiße euch willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Darksiders 2. Ich habe mal meine Zweitwaffe geändert, die ich hatte. Ja, ich habe ja schon gezeigt gehabt, dass ich da bessere Waffen habe. Und eine davon, die Ruvanus Axt oder wie die hieß, ist eine besessene Waffe gewesen. Das heißt, ich habe die jetzt verbessert. Die hatte vorher, glaube ich, nur Angriff. Jetzt hat sie, also nur Schaden. Sie hat jetzt Schockschaden, Chance auf Crit-Schaden, kritischer Schaden. Und wenn ich einen Crit mache, dann kriege ich Gesundheit. Gucken wir mal, wie die ist. Aber die ist halt deutlich stärker. Ist zwar langsam, nicht so flink, aber macht halt deutlich mehr Schaden. Jo. Okay. Wenn ich hüpfe, geht das gut? Scheint so. Ja, das kann ich noch nicht benutzen, weil die noch nicht kaputt zu machen sind. Also ich könnte dahin. Da ist auf jeden Fall die Bombe. Und das könnte mein Ziel sein, ha? Huh? Aber da ist ja auch nichts. Und den Schlüssel habe ich noch nicht. Da komme ich aber am besten will nicht hin. Ich muss mal gucken, da irgendwie eine Plattform ist, weil dadurch komme ich ja auch nicht. Hier ist auch nichts und da komme ich nicht durch. Was kann ich nicht benutzen? Das ist abgeschlossen. Ein Rabe sagt, ich müsste in die Richtung. Ich weiß noch nicht, wo er sitzt. Ich sehe ihn nicht. Von da kam ich. Das Schlüssel. Oh, ich kann sogar von dort unten hochklettern, fällt mir gerade auf. Ja, muss ich auch, weil hier ist gar kein Griff. Da komme ich doch nicht hin. Nee, komme ich nicht hin. Komme ich nicht durch. Kann ich eigentlich nur von der anderen Seite, aber komme ich denn von der anderen Seite das hin? Kann ich das irgendwie drehen? Oh, ich kann es drehen. Na dann. Hat sich das auch schon geklärt. Oh Gott, ich habe beinahe die verkehrte Taste gedrückt. Ui. Bombe ist gut. Das ist weniger gut. Kleinviecher stören mich da weniger, ne? Ich hätte nicht mitgekriegt, dass ich mich schon verwandelt habe. Wenn ich ihn so töte. Hey. Ja, das macht schon ein bisschen Schaden. Die Zweitwaffe. Ein kleines bisschen. Gut, dann nehmen wir uns mal die Bombe. Schmeißen wir dahin. Schau, dass wir mit der nicht durch Türen laufen können. Dann können wir hier wenigstens schon mal hochklettern. Ist ja auch schon mal ein Anfang. Ich
Ich weiß nicht, ob ich da einfach rüberspringen kann. Aber ich komme so rüber, okay. Nee, dann springe ich natürlich nicht rüber. Ich müsste hier eigentlich als nächstes einen Schlüssel kriegen. Da ist auch eine Kiste. Und irgendwo, ach da, ist noch das Teil. Aber die Münze, die ist mir ja nicht so wichtig. Ah, da ist der Schlüssel. Ich hatte gerade ein bisschen Angst, dass der mich jetzt anknabbert. So, da haben wir das wenigstens auch. Dann gehen wir nochmal so höher. Zeigen, dann können wir nämlich so die Münze holen. Gut, gut, gut. Wir können das zwar immer noch nicht kaputt machen, wir haben aber jetzt den Schlüssel und können auf die andere Seite durch die Tür. Das dürfte uns wahrscheinlich an der Stelle rauswerfen, wo wir die Bombe benutzen können. Will ich jetzt mal stark behaupten, beziehungsweise hoffen. Das, genau dort ist das. Zerstörungswut wieder an den Tag legen. Oh, da regnet Gegner. So. Hier ist nichts. Gut, gut, gut. Tot. Da. Jetzt habe ich nicht hier irgendwas wieder erwartet. Da ist auf jeden Fall ein Schriftrollenhinweis. Oder nicht unbedingt Rolle, aber ein Hinweis dafür, dass irgendwo ein Hinweis ist. Für das Labyrinth. Okay. Ich dachte gerade, warum vibriert mein Controller so? Todesschatten-Schulterstück. Das Totenschatten-Schulterstück wurde in den dunkelsten Gewölben der Hölle von meisterlichen Dämonenschmieden angefertigt und zeigt das grimmige Gesicht eines uralten Dämonenpropheten. Es kanalisiert die dunklen Mächte der Magie in den Träger. Dadurch werden dessen magische Fähigkeiten und die Wirksamkeit seiner Zornagie verstärkt. Todesschattenrüstung. Der Todesschatten-Brustpanzer wurde in den dunkelsten Gewölben der Hölle. Okay, hat denselben Text. Und Handschuh und Stiefel. Ist das ein Set? Falsche Taste. Gucken wir uns das Set nochmal an. Oh, was der für Schaden macht, einfach im Vergleich zu den anderen. Ich liebe besessene Waffen. Okay, Magie und kritischer Magieschaden. Kritischer Schaden, Kraft, Erfahrung. Na gut, Verteidigung ist halt. Schade drum, ne? Verteidigung könnte ich halt schon zu spüren bekommen. Ja. Kritischer Schaden, Magieschaden. Wenn ich jetzt bedenke, Magie 20 hoch. Kritischer Magieschaden ist auch hoch. Mit den anderen halt zusammen. Ja, gucken wir mal. Wenn ich natürlich merke, okay, nee, das ist nichts für mich. Da oben ist die Kiste. Da will ich hin.
Nein. Oh, verdammt. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Okay, das war jetzt nicht so der Plan. Muss auch gucken, wo der Hinweis ist. Und eigentlich? Hey, wieso komme ich denn auf einmal nicht mehr hoch? Da komme ich nicht durch. Da ist sowas. Bin gerade ein bisschen verwirrt. Ich will nur zu der Kiste. Ah, anscheinend. Keine Ahnung. So. Das geöffnet. Damit ich wahrscheinlich da irgendwie überhaupt durchkomme. Gucken wir mal. Ich muss das mal ein bisschen testen. Wir das mal raus, damit ich mich draufstellen kann, damit ich mich wieder durchschieben kann. Ach, guck mal, da ist der Hinweis. Ich kann dann auch testen, ob ich da rankomme. Hallo, lass dich fallen. Eigentlich erstmal nur zu dieser Kiste. Man muss ja Prioritäten setzen. Ich kann es nur immer wieder sagen. Lass dich fallen. So, jetzt bitte drauf. Und so. Dann geht der eine schon mal hier drauf. Und der andere. Gott, spring doch nicht dahin. Schieb den jetzt mal da durch. So, jetzt kann der hier drauf gehen. Was ist damit? Geht doch. Kann man doch hier direkt zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Ja, ich komme genau daraus, wo ich es erwartet habe, auch rauszukommen. Ist doch schön, wenn das alles seinen Sinn ergibt. Wenn man erstmal reinkommt und sich denkt so, was zur Hölle ist hier los? Jumpa. So. Ja, das geht jetzt runter. So ist der Plan auch gewesen. Ich weiß noch nicht, ob es da Halt macht oder... Oh, okay, es fährt weiter runter. Gucken, wo ich jetzt lande. Hoffentlich nicht bei einem Boss. Ich bin noch nicht bereit für einen Boss. Ich muss mich darauf mental vorbereiten. Ich habe schon mal eine Tür im Blick, wo das Ding hin muss. Ja, und das ist jetzt, glaube ich, noch der einzige Bereich, der fehlt, ne?
hatten wir alles. Da hatten wir. Da diese eine Kiste hinten. Und da ist noch eine Tür verschlossen, fällt mir gerade auf. Ah ne, die ist jetzt wieder verschlossen. Ja, diese eine Kiste da hinten, ne? Die lacht mir ins Gesicht. Aber ehrlich gesagt, ich habe gerade keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Oh, verkehrte Richtung. Ich bin mal gespannt, auf wen ich da treffen werde. Ich weiß es nämlich nicht mehr. Das ist halt... Ich habe Angst, dass es ein Bosskampf ist. Weil die Wahrscheinlichkeit ist immer sehr groß hier in Darksiders. Habe ich doch gerne, weil er sagt, ich kann nicht und ich mich dann noch heilen kann. Und was mit denen zu tun bekommen? Oder mit etwas Schlimmeren? Funktioniert das wenigstens. Ich habe es geschafft, dem auszuweichen. Ah! Ich habe es geschafft, dem nicht auszuweichen. Ah, nee. Bin ich ausgewichen? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo ich hinspielen soll. Aua, ich krieg gerade nur Schaden. Ich bin gerade ein bisschen überfragt. Bin ich jetzt ganz ehrlich. Ich kann doch nicht die ganze Zeit nur auf ihn schießen, das geht doch nicht. Das überlebe ich beim besten Willen nicht. Hier rüber zu fügen, wenn er das macht. Wenn er das macht, muss ich irgendwie ausweichen. Dann haut er nochmal mit dem Arm zu. Dann macht er eigentlich den Faustdings da vor einer. Muss ich aber nur aufpassen, dass ich nicht zu nah bin. Hab ich nicht aufgepasst. Jetzt? Etwas Angst? Oh, jetzt kriege ich Gegner zum Aufheilen. Das ist aber schön. Komm, ich möchte ein B sehen. Ich möchte ein B sehen für exekutieren. Ich möchte ein B sehen für exekutieren. Ich möchte nicht einfach euch so kaputt machen. Ich möchte gerne ein B sehen. Ein kleines bisschen, aber viel ist es jetzt auch nicht.
war nicht so ein Heim, wie ich es erhofft hatte. Autsch. Autsch. Jetzt bin ich durch die Gegner so abgelenkt, dass ich nicht so mitkriege, wer da diese Attacken macht, den ich eigentlich ausweichen möchte. Da, der macht auch denen Schaden, aber trotzdem muss er ja nicht mir noch zusätzlich Schaden machen. Ausweichen kann. Ich bin sehr gut darin auszuweichen. Ich bin so lahmarschig dort an der Stelle. Autsch. Ich versuche jetzt meine Sache. Ich dachte gerade, das funktioniert nicht, oder was? Schleppend. Ja, was machen? Konnte ich das vorhin auch schon? Ich hätte mal seine Maske aufbehalten. Ah! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Passiert einfach alles. Oh Mann. Das wird nix. Oh Gott. Passiert zu viel.
Ich hab so Angst. Ich gehöre Zorn. Oh Gott. Nein. Funktioniert, also fast immer mit einem Ausweichen. Oh Gott, da passiert einfach viel zu viel. Wie soll ich mich da konzentrieren?